Das ist das Taufbecken. Und hier bin ich getauft worden? Ja, hier bist du getauft worden. Da warst du noch ein Baby und du wurdest hier über das Becken gehalten und hast so ein bisschen Wasser über den Kopf gekriegt von dem Pfarrer. Und zum Schluss gab es dann natürlich den Segen. Und was ist das? Das ist eine Kniebank. Darf ich das mal ausprobieren? Ja, natürlich. Und wofür war das? Die Kniebank ist zum Beispiel, wo dein Opa und ich hier getraut wurden in der Kirche. Da haben wir da gekniet und nachdem wir die Ringe getauscht haben, bekamen wir von unserem Pfarrer den Segen. Und was ist eigentlich ein Segen? Was ist eigentlich Segen? Eine gute Frage. Und genau dieser Frage wollen wir heute in diesem Kindergottesdienst nachgehen. Und wir verfolgen einen Mann, dem Gott mal gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich glaube, eine bessere Geschichte finden wir nicht. Schön, dass ihr dabei seid, egal von wo aus ihr uns auch zuschaut. Gott verspricht, ich bin überall bei euch. Und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen, nämlich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott, du kennst mich, du achtest auf mich, nie gibst du mich verloren. Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe, du hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Alle meine Wege sind dir bekannt, alles, was ich denke und sage, du kennst es. Mein ganzes Leben liegt offen vor dir. Wenn ich in Schwierigkeiten bin, willst du mich begleiten. Wenn ich nicht aus noch ein weiß und mich am liebsten verstecken möchte, so bleibt dir meine Not nicht verborgen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Du achtest auf mich, nie gibst du mich verloren. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wow, hallo Kinder. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mich. Ich bin Felix Fix. Wir sind ja vor 2-3 Monaten gemeinsam durch die Galerie gegangen und haben da ganz viele biblische Geschichten kennengelernt. Und danach habe ich mich noch weiter mit der Bibel beschäftigt und bin auf eine ganz bestimmte Geschichte gestoßen. Und in dieser Geschichte geht es um den Segen, hauptsächlich um den Segen. Und zwar ist das 1. Mose 12, Abraham. Und ich habe eine Maschine gefunden, mit der man wohl durch die Zeit reisen kann. Und das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam ausprobieren. Also, ich habe hier die Fernbedienung für die Maschine und gebe jetzt da einfach mal 1. Mose 12 Abraham ein und mal gucken, ob das klappt. So, und los. Wow, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn für ein Tor? Und die Menschen, wie sehen die denn aus? Bin ich hier etwa im Orient? Ich gehe mal da durch. Ey, Platz da! Weg! Du bist ein Kamel, aber warum kannst du sprechen? Was für eine blöde Frage. Ich bin ein Kamel und werde gerade beladen. Und wie heißt du und wo sind wir hier überhaupt? Ich heiße Gulashi und wir sind in Ur im Irak, eine tolle Stadt. Da würde man eigentlich gerne bleiben. Aha, aber sieht nicht so aus, als ob du hier länger bleiben würdest. Du kriegst ja gerade ziemlich viel Zeug aufgeladen. Das sieht eher nach Umzug aus. Ja, ich weiß auch nicht, was mein Besitzer gerade reitet. Da vorne steht er mit seiner Frau. Darf ich vorstellen? Abraham und Sarah. Sarah und Abraham. Sie ist auch nicht gerade begeistert.
Er hatte eine Vision. Gott hat zu ihm gesprochen und gesagt, geh weg, Abraham, geh weg von deiner Heimatstadt und deiner Familie und mach dich auf in ein neues Land, was ich dir zeigen werde. Wie? Und dann macht er das einfach? Sieht so aus und alle müssen mit Sack und Pack. Alle Tiere, der ganze Hausstand, die Hirten und auch sein Neffe Lot. Und ich natürlich auch. Und warum das alles? Weil Gott zu Abraham gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Hä, was soll das sein? Abraham sagt, das heißt, Gott will uns alles Gute schenken. Ein neues Land, eine neue Stadt, ein toller neuer Ort und wir werden eine große Familie sein. Na, da bin ich gespannt. Eine Familie, ein Kind. Das wird doch eh nichts mehr. Das hat bis heute auch nicht geklappt. Ah, Segen, das ist mein Stichwort. Da muss ich dranbleiben. Mann, interessant das mit der Zeitreise. Mal gucken, ob das vielleicht nochmal klappt. Also, ich wüsste ja zu gerne, wie das mit dem Abraham und der Sarah weitergeht. Moment, ich gehe hier nochmal, ich gucke nochmal, okay. Und los. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist mal ein Unterschied. Da drüben war gerade alles noch grün und schönes Wetter und hier ist ja fast schon Wüste. Und was machen die denn da? Die streiten sich ja nur. Und da ist ja auch Abraham. Was machen die denn da? Hallo Gulaschi, was machst du denn hier? Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Du bist ja ganz außer dir. Ach, du schon wieder. Lass mich bloß in Ruhe. Der spinnt doch, der Abraham. Der ist doch der Boss. Warum lässt er sich so über den Tisch ziehen? Was ist denn los? Gott will nur das Beste. Er will uns segnen. So ein Blödsinn. Guck dich doch mal um. Wo würdest du lieber sein? Beim saftigen Grüne oder in der Wüste? Da hast du auch wieder recht. Richtig. Aber weißt du was? Wochenlang war hier natürlich Streit zwischen den Hirten von Abraham und seinem Neffen Lot. Und jeden Tag haben sie sich geprügelt, damit ihre Tiere zum frischen Gras und dem Wasser kommen. Und jetzt hat Abraham sich mit Lot geeinigt. Und was ist dabei rausgekommen? Lot auf die grüne Wiese und Abraham in die Wüste. Und ich auch. Schöner Segen ist das. Tja, und das mit dem Kind hat ja auch noch nicht geklappt. Segen, Pustekuchen. Mann, ist hier meine Reise etwa schon wieder zu Ende? Außer Spesen nichts gewesen? Das lässt mich irgendwie nicht los. Das kann doch noch nicht das Ende der Reise gewesen sein. Ich glaube, ich will noch mal in der Bibel lesen. Okay, ich versuch's noch mal.
Nacht, alles so leise. Ah, aber da vorne sehe ich Gulaschi. Hey, Gulaschi. Hi, alles klar? Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut. Es ist besser gelaufen, als ich dachte. War die richtige Entscheidung mit der Würste. Wir haben das bessere Teil gewählt und Lot ist ganz schön in Schwierigkeiten geraten. Wurde gefangen genommen, aber wir haben ihn dann befreit. Also eigentlich war es gut. Aber das mit dem Kind, das funktioniert irgendwie nicht. Und wo ist Abraham jetzt? Da vorne. Er spricht mit Gott. Gott. Mann. Ich bin so leer. Irgendwie ist alles so dunkel in mir und ich weiß nicht mehr aus noch ein. Ein Land, ein neues Land, eine große Familie. Bisher hat nichts funktioniert. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Jetzt stehe ich hier. In mir ist eigentlich nur noch Zweifel. Abraham, Abraham! Ja, ja, Gott? Bist du's? Schau in den Himmel. Was siehst du? Ja, ich sehe den Himmel. Es ist schwarz, es ist Nacht. Sieh noch mal genau hin. Was siehst du noch? Die Sterne. Kannst du sie etwa zählen? Nein. Ich verspreche dir, du wirst ein Kind haben und du sollst so viele Nachkommen haben, wie du Sterne am Himmel siehst. Was? So viele? Da würde ich aber gerne einen Vertrag zu haben. Vertraue mir. Komm morgen wieder. Es wird nicht leicht werden und lange dauern. Aber ich stehe zu meinem Wort. Ich will dich segnen. Gott, danke. Das ist schwer, aber ich vertraue dir. Wow, das war beeindruckend. Aber ob das mit dem Kind jetzt wirklich was wird, ich weiß es nicht. Aber ich will noch mal nachgucken. Ich will es jetzt ganz genau wissen. Moment, hier sehe ich noch mal eine Stelle. Ah, hier scheint ihr Lager zu sein. Und da sind auch Abraham und Sarah und zwei Personen. Ach, die sind ja alt geworden. Und da ist ja auch Gulaschi. Was Hallo. Machst du denn schon wieder hier? Ja, mir hat die ganze Sache mit Gott und dem Segen und dem Kind irgendwie gar keine Ruhe gelassen. Und da musste ich einfach nochmal hier hinkommen. Ja, da bist du jetzt hier richtig. Die drei da vorne haben gerade erzählt, dass Sarah das Kind nächstes Jahr bekommen wird. Was? Die ist doch schon viel zu alt. Genau. Sarah hat sich auch kaputt gelacht. Richtig zynisch ist sie geworden. Das höre ich jetzt schon zig Jahre. Du wirst ein Kind bekommen. Jetzt bin ich uralt. Ich kann keine Kinder mehr bekommen. Ja. Ja und? Die Männer haben drauf bestanden. Und jetzt essen sie und scheinen mit Abraham noch was anderes zu besprechen. Lot scheint wieder mal in Schwierigkeiten zu sein. Uiuiuiui. Lot hat das ja gerade noch mal gepackt mit dem Teil seiner Familie. Aber wie geht es denn jetzt mit Abraham und Sarah weiter? Stimmt das, was die Personen gesagt haben? Ich muss das jetzt echt herausfinden. Ey, Gulaschi, Doch, das ist das Kind. Aber leise, es schläft. Echt? Aber das kann doch gar nicht sein. Doch, ein paar Wochen, nachdem die Männer weg waren, ist Sarah schwanger geworden. In ihrem Alter. Ich kann's nicht fassen. Naja, und dann, du weißt ja, wie es läuft. 9 Monate später ist der Kleine geboren worden. Isaak heißt er. Und Abraham und Sarah sind selig. Also ist deswegen doch kein leeres Versprechen. Weil du groß bist, weil du gut. Nobody.
Danke, Gulaschi. Und vielleicht sieht man sich noch mal. Mach's gut. Gott segne dich. Weil du groß bist, singe ich. Und weil du gut bist, freu ich mich. Dir gehört mein allerschönstes Lied. Sag mal, habt ihr eigentlich mal mit euren Eltern oder vielleicht sogar mit euren Großeltern zusammen ein Fotoalbum angeguckt? Ja, heute gibt's das gar nicht mehr. Nur heute macht man das mit dem Handy und wischt dann von Bild zu Bild. Aber früher gab's Fotoalben. Und ich wette, eure Eltern oder eure Großeltern haben vielleicht auch noch so ein Fotoalbum bei sich zu Hause. Und vielleicht habt ihr als Kinder ja mal Spaß daran, die Fotoalben euch anzuschauen. Da werdet ihr entdecken, wie eure Eltern ganz kleine Kinder gewesen sind. Und so verschiedene Erlebnisse findet man dann da so eins nach dem anderen. Mir geht's immer so, wenn ich so Fotoalben ansehe, dass ich denke, Mensch, das hast du alles schon erlebt. Was waren das schöne Geschichten? Dinge, die man oft vergessen hat. Oft aber eben auch einfach schöne Erinnerungen. Erinnerungen, an die man sich eben einfach gerne erinnert. Wir haben ja eben einfach Bilder gesehen. Bilder aus dem Leben von dem Abraham. Und wenn man genau zugehört hat oder, ich meine, das ist vielleicht in dem Anspiel nicht so richtig rübergekommen, aber das war eine ganz, ganz lange Zeit. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Damals, als der Abraham losging mit seiner Familie, dann über die verschiedenen Stationen, bis dann tatsächlich schließlich er in dem Land angekommen ist und ganz zum Schluss mit seiner Sarah zusammen das Kind in den Armen hielt. Und manchmal geht es mir ja auch so. Ich würde gerne manche Dinge sofort haben. Und manchmal denke ich, Mensch Gott, du hast doch versprochen, dass du mich begleiten willst. Du hast mir doch versprochen, dass es mir gut gehen will. Und dann gucke ich genau hin und denke mir, wie beim Abraham. Alles nicht geklappt. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich frage mich manchmal sogar, wo bist du eigentlich, Gott? Wo bist du? Hast du mich vergessen? Stimmt das wirklich, dass du mich segnen willst? Stimmt das, dass du mich zum Segen für andere machen willst? So wie das bei dem Abraham der Fall ist? Und ich glaube, der Abraham hatte auch immer wieder seine Zweifel. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Szene, als Abraham in den Himmel geschaut hat und mit Gott gesprochen hat. Das war so ein Tag. Es war so ein Tag, an dem der Abraham gezweifelt hat, dass es Gott wirklich gibt und dass Gott sein Versprechen hält. Aber der Abraham hat durchgehalten. Der hat an Gott festgehalten. Der hat Gott vertraut. Und er hat darauf vertraut, dass sein Segen gilt. Und Segen heißt eigentlich nichts anderes wie, ich bin mit dir. Ich begleite dich. Und das, was du tust, das soll auch anderen Menschen helfen. Und das würde ich mir wünschen, dass ihr das in eurem Leben auch könnt. Immer wieder auf Gott vertrauen. Auch dann in den Situationen, wo ihr denkt, er ist eigentlich gar nicht da. Gott ist an eurer Seite. Gott ist in eurer Nähe. Und wenn ihr das in euer Herz aufnimmt, wenn ihr das glaubt, dann werdet ihr so wie Abraham vielleicht in der Lage sein, eben auch ein Segen für andere Menschen zu werden. Das wünsche ich euch, eurer Familie. Gott segne euch. Gott sei mit euch. Amen. Gottes Idee. Voll, 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 vo
zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ich stehe hier mit Magdalena im Noah-Kindergarten und wir wollen euch zeigen, wie ihr für zu Hause euch ein eigenes Kamel, eigentlich ist es ein Dromedar, ne? Aber ihr euch selber ein Kamel herstellen könnt, ein Gulaschi für zu Hause sozusagen. Und die Magdalena hat das schon mal vorbereitet. Zunächst braucht ihr eine Decke zum Unterlegen. Damit deckt ihr den Tisch ab. Dann braucht ihr auf jeden Fall ein weißes Papier. Oder, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch einen solchen Keilrahmen nehmen. So richtig für schön. Und ihr könnt das hinterher an die Wand hängen. Dann braucht ihr natürlich Farben. Gelb, weiß und schwarz. Daraus machen wir grau. Die Magdalena zeigt euch mal. Und natürlich braun. Gott, wir freuen uns, dass wir wieder zu Oma und Opa dürfen. Bitte beschütze sie. Wir freuen uns, dass wir noch mal bei den Kindergarten spielen. Wir freuen uns, dass wir alle zusammen spielen. Wir sind richtig glücklich. Danke, lieber Gott. Lieber Gott, pass auf alle Tiere und Kinder auf, dass sie gesund bleiben. Lieber Gott, denk an die Armen und beschütze sie. Lieber Gott, alle müssen gesund bleiben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schaut auf die ausgebreitete Decke. Schaut sie euch in ihrer ganzen Größe an. So groß, wie euch jetzt diese Decke erscheint und noch viel größer. So ist auch Gott, der Allmächtige. Gott, der Vater, der Allmächtige, der den Himmel, die Erde und alles Leben darauf geschaffen hat, sieht dich. Legt euch die Decke um die Schulter. Und er segnet dich, nimmt dich in den Arm, er schenkt dir Sicherheit und Geborgenheit. Nehmt die Decke an zwei Ecken und breitet sie aus, so wie Jesus auch mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing. Jesus, der Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist, der alle unsere Sorgen kennt, segne dich. Er mache deine Gedanken weit und schenke dir Offenheit für die Menschen um dich herum. Kuschelt euch in die Decke ein und rubbelt euch warm. Und der Heilige Geist, der immer bei dir ist, der dich inspiriert und motiviert, er segne dich. Er schenke dir Trost und Wärme an jedem Tag. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Da staunst du, das hättest du dir nicht gedacht. Da staunst du, das hat Gott für dich gemacht. Da staunst du, du kannst dir ganz sicher.
Fachkraft wird auf der Baustelle gebraucht.